An alle. Schön, dass ihr da seid. Auch ein schönes Hallo ins Online-Publikum oder diejenigen, die die Aufzeichnung schauen. In den kommenden 45 Minuten werde ich euch so ein bisschen durch meine YouTube-Laufbahn vielleicht begleiten, beziehungsweise einfach mal so ein bisschen aufzeigen, wie ich so ein bisschen denke, wie ich an Videos rangehe, wie ihr vielleicht auch selber starten könnt, sei es nur für ein einziges Video mal auf dem Blog oder vielleicht auch mal regelmäßiger. Ja, am Anfang habe ich vielleicht noch mal 1, 2 Fragen. Wer von euch schaut denn gerne Videos, die, ich sag mal, lehrreich sind? Also irgendwas, wo man schaut, wie funktioniert das auf Linux und irgendwelche Tutorials. Einfach mal Hand heben. Also sind ja fast alle. Schön. Ja gut, dann haben wir ja die richtige Zielgruppe schon erreicht. Wer von euch spielt mal mit dem Gedanken, ein Video selber irgendwann mal zu machen? Ja? Schick, schau mal. Sind ein paar weniger, aber ein paar sind's. Toll, wunderbar. Darf ich sagen, starten wir. Mein Name ist Jean-Frédéric Vogelbacher. Ich studiere momentan Informatik im Master an der Friedrich-Alexander-Universität zu Erlangen-Nürnberg. Und man kennt mich unter anderem über den YouTube-Kanal Linux Guides. Den habe ich im Jahr 2015 gegründet. Mittlerweile haben wir über 30.000 Abonnenten, sind tatsächlich momentan auch der größte deutsche ja, YouTube-Kanal in der Hinsicht bezüglich Linux und Open Source. Und ja, seit ja, 2017 ungefähr gibt es dann tatsächlich wöchentlich neue Videos, Tutorials rund um Linux. Auch vielleicht manchmal nicht so, so Meinungsvideos. Aber hauptsächlich doch schon die lehrreichen Sachen überwiegen. Und ja, mittlerweile hat sich das auf über 500 Videos angestaut, tatsächlich. Ja, ich würde sagen, na, hier nochmal ein kleines Bild für diejenigen, die den vielleicht nicht kennen. Und generell werde ich jetzt nicht technisch durchgehen, wie ihr wann wo was klicken müsst, damit jetzt am Ende ein Video rauspurzelt. Das kriegt ihr alles selber hin. Ich habe so an der einen oder anderen Stelle die wichtigen Sachen dann schon gezeigt, also welche Einstellungen man vielleicht verwenden soll. Aber ansonsten, wie man jetzt beispielsweise eine Aufnahme generell macht, das findet man nicht auch relativ selber ja, auf eigene Faust raus. Ich möchte in diesem Vortrag so ein bisschen auf meine Gedanken dahinter eingehen. Und auch so ein bisschen so ein Rezept vielleicht liefern. Von Anfang bis Ende, vom Konzept zum fertigen Video. Das sind die verschiedenen Punkte, mit denen wir uns beschäftigen. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Punkt 1. Das eigentlich das Wichtigste für ein Video, teilweise das Wichtigste, ist ein Thema. Einfach eine Idee zu haben und auch zu verifizieren, funktioniert dieses Thema, funktioniert diese Idee als Video, weil das ist tatsächlich eigentlich, manche sagen, ja gut, okay, jetzt mache ich mal ein Video, jetzt nehme ich einfach irgendwas auf. Aber am Ende sollte es natürlich dann Leute interessieren und sollte natürlich auch die richtigen Leute dann am Ende finden. Ja? Und da habe ich einfach mal so ein paar Fragen gestellt, die extrem wichtig sind, vor allen Dingen für den Anfang der Videoproduktion. Ja, kenne ich mich mit dem Thema ausreichend aus? Das muss nicht sein, dass man der absolute Profi in dem Thema sein muss, dass man jede einzelne Funktion wissen muss, aber man sollte schon ungefähr wissen, von wo man redet. Glaubt mir, wenn man so doch durch den YouTube-Dschungel oder durch andere Videoplattformen durchgeht, findet man doch einige Tutorials, die das dann tatsächlich nicht so richtig ausstrahlen. Ja. Außerdem ist auch eine wichtige Sache, gibt es denn schon überhaupt Beiträge oder Material dazu im Internet? Beziehungsweise wie gut sind diese aufbereitet und wie alt sind diese auch? Ne? Generell so als Faustregel, jetzt mal auf YouTube bezogen, wenn die älter als 2, 3 Jahre alt sind, dann könnt ihr das eigentlich tatsächlich nochmal machen in der Hinsicht. Ne? Also so Videos, die älter als 5 Jahre sind, werden aus meiner Erfahrung nach quasi kaum mehr geklickt. Ne? Weil dann sieht der Zuschauer schon, ach, vor 7 Jahren. Nee, dann nehme ich lieber das vor 2 Monaten natürlich. Ne? Also von daher kann man da auch alle 2, 3 Jahre, das ist leider sehr schnelllebig in der Videoproduktion, tatsächlich dann ein Video nochmal, wenn man möchte, auffrischen. Und meistens hat sich dann noch ein bisschen was geändert. Außerdem, auch sehr, sehr wichtig, biete ich Mehrwert mit meinem Video. Also ich möchte am Ende dem Zuschauer schon immer irgendwie irgendwas mitgeben. Irgendwie schon vornherein definieren, was soll der Zuschauer in meinem Video lernen. Ja. Weiter geht's, wie groß ist meine Zielgruppe? Wenn ich das Ganze nur für 5 Serveradministratoren hier in Deutschland mache ungefähr, dann lohnt sich das vielleicht weniger. Also ja,
man sollte es möglichst allgemein halten, dass vielleicht so möglichst viele Leute das anschauen. Dann bekommt man natürlich auch mehr Konkurrenz, wenn man so möchte. Aber am Ende findet man schon so ein bisschen so seinen Weg, seine Sparte, die einfach eigentlich einem am meisten Spaß macht. Das ist die Hauptsache, dass man sich dafür selber begeistert, für das Thema, worüber man das Video macht. Und das merkt man sofort im Video auf jeden Fall. Ne? Außerdem am Ende auch kann man sich auch Gedanken machen, okay, gut, wie kann ich das anschaulich gestalten, wenn ich jetzt hier irgendeinen Mail-Server zeige, wie ich den installiere. Ja, dann kann man ja vielleicht ganz kurz mit einem kleinen Beispiel reingehen. Ja, ich mache das jetzt für den Verein XY, muss ja auch, kann irgendein fiktiver Verein sein, und auch am Ende zeigen, hey gut, ne, wenn ich jetzt so eine Mailingliste anlegen möchte, wie mache ich das, wie füge ich Mailadressen hinzu? So ein bisschen, ich sag mal, ja, nicht ganz so trocken gestalten. Ne? Bei dem einen Thema geht das ein bisschen besser, bei dem anderen ein bisschen schlechter, aber da könnte man sich eigentlich auch schon zuvor so ein bisschen Gedanken machen, wie nehme ich den Zuschauer in der Hinsicht am besten mit? Also das ist eigentlich eines der Schlüsselthemen, diese Idee, das Thema zu finden, das so auszubauen, dass das, ich sag mal, am Ende für den Zuschauer nahrhaft ist. Den Rest, den kriegt man selber hin. Das ist eigentlich gar nicht mehr so viel Arbeit. Also das ist eigentlich schon einer der größten Hauptpunkte. Weil wenn das Thema schlecht ist, dann klickt es keiner, beziehungsweise fühlen sich Zuschauer vielleicht nicht abgeholt und wenden sich dann quasi von dem Video ab. Ja, mein Tipp auch, wenn ihr startet, fangt mit Einsteigerthemen an. Auch wenn ihr diese Themen zu 1000% sicher wisst und vielleicht auch davon ausgeht, andere wissen es auch zu 1000%, ist es häufig mal im Linux-Bereich so, dass manche das viel zu schnell zeigen und sagen, so und so und so geht das, dann loggt ihr euch mal hier schnell per SSH dahin ein und dann hat man vielleicht schon den einen oder anderen Zuschauer verloren. Von daher am Anfang, wenn man sowieso im Video Bereich neu ist, wirklich mit Einsteigerthemen starten, dann fühlt ihr euch da auch zu 100% sicher, müsst euch absolut nicht in Anführungszeichen auf das inhaltliche Thema konzentrieren, sondern könnt euch außenrum auf die Videoproduktion generell, auf die Aufnahme, dass ihr gescheit wird, konzentrieren, und dann kann man ja später immer noch hingehen und beispielsweise auch später in den Videos dann darauf hinweisen, hey, das Thema habe ich schon mal in diesem Video erklärt, dann einfach darauf hinweisen. Also wirklich am Anfang nicht unbedingt die eierlegende Wollmilchsau produzieren, sondern, ja, Einsteigerthema. Länge ist auch eine sehr, sehr wichtige Sache. Ich spreche jetzt hier häufiger auf YouTube, weil ich hauptsächlich auf YouTube aktiv bin und von daher doch auch so ein bisschen, ja, das mitbekommen habe, wie das eigentlich von der Videolänge am besten ist. Also das erste Video empfehle ich, relativ klein zu halten. Später kann man immer noch größere Videos machen, aber allein mal diesen Prozess durchzulaufen, ist wichtig. Ja, maximal 5 bis 20 Minuten. Wenn es 4 oder 3 Minuten nur sind, ist auch super. Also wirklich klein anfangen und danach kann man sich ja immer noch steigern. Ja, außerdem, tatsächlich funktionieren auch sehr, sehr gut, wenn man genug zu erzählen hat, Videos bis zu 60 Minuten auch problemlos. Also tatsächlich eigentlich alle meine erfolgreichsten Videos sind nicht unter 20 Minuten, nicht unter 30, nicht unter 40 Minuten lang. Also sind so ab 30, 40 Minuten aufwärts. Und das ist tatsächlich beträchtlich. Man geht ja davon aus, ja gut, okay, schaut sich die Person das wirklich an? Wenn die Person das wirklich interessiert, dann auf jeden Fall ja. Ne? Dann wichtig aber auch, man soll das Video nicht in die Länge ziehen. Wenn man es kürzer machen kann, dann macht es kürzer. Also ja, man will ja die Zuschauer nicht langweilen. Und genau, von daher, Videolänge ist auch tatsächlich ein wichtiges Thema, dass man sich da auch nicht zu lang kalkuliert. Also die meisten machen das zu lang. Ja, von daher versuchen, so viel zu strauchen, wie es geht. Das ja, hat bei mir jedenfalls in der Vergangenheit immer ganz gut funktioniert. Gut, jetzt haben wir ein Thema, jetzt haben wir vielleicht eine Idee und jetzt geht es zur Vorbereitung generell. Ne? Wichtig ist, dass ihr einen Trockendurchlauf davor starten solltet. Auch wenn ihr sagt, okay, gut, ich habe jetzt schon mich 5000 Mal per SSH irgendwo über eingeloggt oder das und das Programm installiert. Das kann liegen bleiben. Aber macht das nochmal. Einfach so nochmal im Trockendurchlauf, bevor die Videoaufnahme läuft, geht jeden einzelnen Schritt durch und schreibt euch währenddessen ein kleines Skript. Das Skript muss nicht lang sein. Ich habe hier auch gleich so ein kleines Beispiel. Das ist jetzt ein Skript zu einem Video, was ich, glaube ich, vor einem Jahr oder vor 2 Jahren ungefähr veröffentlicht habe. Hat sich nichts geändert an meinen Skripts. Das ist eine, ja, ich glaube 19 oder 20 Zeilen sind es, um die 100 Wörter, das ist nicht viel, und damit habe ich dann 18 Minuten gefüllt. Das muss nicht unbedingt ausführlich sein, ich würde auch nicht empfehlen, einen Fließtext zu schreiben und den dann abzulesen. Das hört man einfach als Zuschauer und fühlt sich einfach so ein bisschen unnatürlich an. Also von daher, wichtig ist dann doch, ja, sich so ein, zwei kleine Stichpunkte zu machen und
ja, die dann einfach nach und nach so ein bisschen vorzutragen. Auch wichtig einfach, die Struktur zu beinhalten, denn ein Video, nichts ist schlimmer als ein Video ohne Struktur. Das schauen sich die Zuschauer relativ selten an, beziehungsweise ist es schwierig, da als Zuschauer zu folgen. Von daher so einen kleinen roten Faden einbauen, ist auch mal so wichtig. Ja. Also, ich habe hier eine stichpunktartige Textdatei. Das ist hier ein ganz einfacher Markdown. Ich tue das eigentlich in der Regel nicht mal konvertieren. Ganz einfache Textdatei reicht komplett aus. Das muss nicht schön sein. Und auch wenn ihr das beispielsweise zusätzlich zu einem Blogartikel veröffentlicht, wo ihr dann, keine Ahnung, das schon mal alles in Textform beschrieben habt, 1, 2 kleine Stichpunkte einfach im Texteditor, aber noch zusätzlich, hilft eigentlich extrem. Ja, genau. Die Struktur in dem Videoaufbau ist sehr, sehr wichtig. Wie konzipiere ich so ein Video? Am Anfang mache ich so eine kleine Einleitung, so einen kleinen Catcher. Ja, da soll die Zuschauer, da soll das Interesse bei den Zuschauern wecken und soll auch relativ kurz erklären, in wenigen Worten, worum es eigentlich in diesem Video geht, was sich der Zuschauer, worauf er sich einlässt, was er anschauen wird. Ja. Genau, wenn nötig. Auch nur, wenn nötig, wenn es nicht von vornherein klar ist, ganz kurz den Aufbau beschreiben. Nochmal? Die Maus. Ach so, ja gut. Ja, dankeschön. Gut, ja, den Aufbau beschreiben. Also beispielsweise, wenn man den ersten Teil des Videos beim Backend was macht, den zweiten Teil am Frontend oder irgendwie sagt, okay, am Anfang werden wir das installieren, danach werden wir es einrichten. Ganz, ganz grobe Struktur. Nicht jeden einzelnen Punkt. Meist ist es dann selbstverständlich, aber ein Satz vielleicht zur Einleitung. Weiter geht es zu aufbauenden Videos, also wenn man sagt, okay gut, dafür ist das und das Video zusätzlich ganz gut, wenn ihr euch das zuvor anschauen sollt, oder auch verschiedene Anforderungen kommunizieren, also sagt, okay, auf dem Level solltet ihr ungefähr sein. Wichtig ist aber, dass ihr auf einem eigentlich immer bei Videotutorials auf einem relativ niedrigen Level einsteigt, weil überspringen können das Zuschauer immer. Wenn ihr da aber Wissen vorenthält und sagt, ja, das weiß sowieso jeder, das muss der Zuschauer erstmal wieder sehr, sehr mühsam suchen. Also von daher ist es sehr, sehr wichtig, wirklich, wenn man sich fragt, okay, soll ich auf diesen einzelnen Schritt eingehen, macht es auf jeden Fall. Macht es auch mehrmals. Also ich erzähle gefühlt in allen 10 Videos eine gleiche Passage, würde ich einfach mal sagen. Einfach, weil es auch nach und nach schwierig wird für einen Zuschauer, wenn der neu dazukommt, der schaut sich nicht von Anfang an alle Videos an. Also da muss man auch versuchen, dass man mit jedem Video auch den Zuschauer wieder neu so ein bisschen abholt. Ja, dann die Schritt-für-Schritt-Anleitung, da muss ich nicht viel erklären. Am Ende Verweis auf weiterführendes Material oder Videos, wenn ihr da sowieso bei der Recherche oder sowas was habt, ist es eigentlich immer ganz nett, das reinzupacken, und wenn ihr da direkt vielleicht nochmal ein Video vielleicht noch auf eurem Kanal habt oder auf anderen Kanälen was empfehlen würdet, dann würde ich das erst am Ende dann auch hinpacken, was dann halt weiterführend ist, und außerdem was beispielsweise auf PeerTube, YouTube und auf allen Social Media Plattformen oder auch auf einem eigenen Blog, wo man Kommentare verfassen kann, wirklich sehr, sehr gut ist, ist eine aktive Anforderung, einen Kommentar zu verfassen. Ja? Und da würde ich dann irgendwas nehmen, was euch vielleicht selber interessiert. Ich finde es extrem wichtig und eigentlich sehr nachhaltig, mit den Zuschauern zu kommunizieren, zu lesen, was die so über das Thema denken. Liege ich ungefähr richtig mit meinem Video? Hat das denen soweit gefallen? Was könnte ich vielleicht sonst noch machen? Also ich sag mal, 50% oder 60% der Videoideen für nächste Videos kommen aus den Kommentaren. Von daher schon versuchen, das ja so ein bisschen zu motivieren. Hey, schreibt doch mal was in die Kommentare. Das ist eigentlich immer doch sehr hilfreich und freut mich eigentlich auch immer zu lesen und euch dann natürlich auch und motiviert dann einen natürlich zusätzlich. Ne? Weil man spricht dann, ich sag mal, alleine in eine Kamera erstmal und kann sich dann vielleicht manchmal nicht vorstellen, okay, das sehen jetzt vielleicht ein paar Leute. Von daher ist es gar nicht so schlecht, einfach auch für einen selber so als Motivation wieder Feedback zu bekommen und das auf jeden Fall auch anheizen. Ja. Außerdem am Ende nochmal die Verabschiedung. Ja, ganz kurz Tschüss sozusagen und dann auch hier erst auf eigene Kanäle, Blogartikel, also Blogs und so weiter hinweisen. Also wenn sich Leute für euch interessieren, dann schauen sie sich auch das ganze Video an und dann kann man das am Ende auch hinschreiben, wo man dann sagt, okay gut, ja, ja abonniert vielleicht den Kanal oder sowas in der Hinsicht. Ne? Sowas in der Hinsicht, das muss man nicht zuvor einbauen, meiner Ansicht nach. In der Regel, wenn die Leute wirklich interessiert sind, schauen sie sich das eh bis zum Ende an und dann, ja, nervt man nicht damit die anderen Zuschauer, die sich wirklich eigentlich nur für ein Thema interessieren, was sie machen wollen. Ja, wir sind nicht nur in der Unterhaltungsbranche, wir sind da doch schon sehr im Tutorial machen. Und dabei ist es komplett egal, ob er auf Linux-Tutorials macht oder über Linux oder über andere Themen. Das ist eigentlich ja, generell geltend. Ja.
Dann geht's zur Aufnahme. Was nutze ich als Tools? Generell habe ich kein unbedingt so richtig teures Mikrofon. Das, glaube ich, kostet 150 oder 180 Euro. Musst du nicht High-End-Quality sein, mit irgendwie ab 400 Euro aufwärts oder sowas. Habe ich jetzt einfach mal dazu geschrieben, was ich nutze. Man braucht nicht unbedingt großes Setup, um relativ gute Videos zu machen. Haltet das relativ klein, besonders wenn ihr am Anfang seid, wenn ihr ein Headset für 60 Euro oder sowas habt, was ihr vielleicht sowieso von der Arbeit noch rumliegen habt, dann nehmt das, das reicht vollkommen. Und dann kann man, wenn man sich unwohl fühlt mit dem Headset, dann vielleicht auch nochmal upgraden. Aber ich habe das jetzt schon seit Jahren und bin damit eigentlich zufrieden. Außerdem wichtig, keine Webcam. Eine Webcam lenkt nur ab in Tutorials. Also ich habe halt auch immer mal versucht, so, hey, jetzt habe ich eine Webcam, jetzt will ich die auch nutzen. Die Zuschauer hat das eigentlich ziemlich genervt, beziehungsweise so, ja, jetzt muss ich dein Gesicht anschauen, das will ich eigentlich gar nicht. Ich will sehen, was du da drin machst und will da nicht abgelenkt sein. Und außerdem, wenn ihr beispielsweise so eine einfache Webcam habt und dann vielleicht euren Hintergrund auch nicht so richtig aufgeräumt hat, dann würde ich sagen, ist die Qualität des Videos sogar niedriger, als wenn ihr die Webcam auslasst. Und nochmal ein kleiner positiver Nebeneffekt, wenn ihr keine Webcam habt. Später beim Schneiden des Videos ist es viel, viel angenehmer, weil man Stimme viel, viel besser schneiden kann, als wenn dann der Kopf irgendwie alle 10 Sekunden mal hin und her zuckt, weil man irgendeinen Schnitt gemacht hat. Also von daher ist eine Webcam für Tutorials eigentlich hinderlich. Für Meinungssachen, wo man wirklich nur etwas hier erklärt und nichts aktiv zeigt, dann kann eine Webcam schon sehr hilfreich sein. Aber so für ganz normale Bildschirmaufnahmen eigentlich braucht es absolut nicht. Ja, was nutze ich als Software? Ich nutze OBS zum Aufnehmen, Open Broadcaster Studio. Ich habe das über das PPA installiert. Funktioniert problemlos. Also ich habe da jetzt Linux Mint drauf, aber ja, Ubuntu, Debian oder sowas funktioniert auch problemlos über das, wobei Debian nicht über das PPA. Aber versucht da kein Flatpak oder Snap zu nutzen. Die haben da manchmal noch so 2-3 kleine Probleme. Ja. Außerdem, was ich immer mache, ist eine virtuelle Maschine zu verwenden. Also zum einen kann ich sehr, sehr einfach Sicherungspunkte setzen und die dann wieder zurückspielen, wenn ich beispielsweise ein Video nicht so gelungen aufgenommen habe und das nochmal machen möchte oder generell nach einem Video das sowieso wieder rückgängig machen möchte, weil das System soll vielleicht neutral bleiben. Das ist zum einen der Punkt. Und außerdem, wenn ihr das auf eurem eigenen Rechner zeigt, dann ist da vielleicht ein privates Hintergrundbild oder irgendwelche persönlichen Dateien, privaten Dateien im persönlichen Ordner und so weiter. Und die lenken eigentlich nur ab. Und eigentlich ist es immer sehr, sehr gut, von einem generischen System aus zu starten, sei es von einem leeren Ubuntu-Server, leeren Debian-Server, leeres Ubuntu, Linux, Mint und so weiter. Also von daher, generisch ist da tatsächlich, das Wort. Weiter geht es mit den OBS-Einstellungen. Insgesamt, ja, OBS stelle ich nicht so groß ein. Das findet man relativ einfach in den Einstellungen. Ich habe hier leider den Präsentationslaptop und nicht meinen eigenen, wie eigentlich gedacht. Von daher kann ich euch das nicht kurz zeigen in OBS. Das ist aber alles nicht schwierig. Also meistens ist es schon so ungefähr eingestellt. Das sind die wichtigsten Einstellungen. Lasst es auf dem Default alles. Ihr müsst da nicht unbedingt den letzten 9-Bit rausholen. Wir sind wirklich im Tutorials produzieren und nicht irgendwie im Spielfilm, in der Spielfilmproduktion oder wie in der Let's Play-Szene oder so, wo man schnelle Bildbewegungen hat. Von daher kann man das relativ gering halten und kann sich dann eigentlich auf den Inhalt des Tutorials konzentrieren, weil das ist das eigentlich, was die Zuschauer interessiert. Deswegen klicken die das an. Ja, und von daher in der Aufnahme ganz normaler Software-Encoder. Ich habe mit Software-Encodern in der Regel bessere Erfahrungen gemacht als mit Grafik-Encoden, also auf der Grafikkarte selber, da sind die Software-Dinger meiner Ansicht nach eigentlich ein bisschen besser, geben auf jeden Fall eine bessere Qualität ab, ist ein bisschen aufwendiger, aber mein Gott. Und Aufnahmequalität, Aufnahmeformat muss ich jetzt nicht alles vorlesen, kann man sich auch später nochmal anschauen. Die Präsentationsfolien stelle ich auch online, beziehungsweise kann man ja sich auch nochmal kurz in der Aufzeichnung anschauen. Ja. Auch ganz normales Full-HD-Format, 4K gab es ja schon, glaube ich, mittlerweile schon, gibt es schon seit 10 Jahren, ich weiß es nicht, oder schon länger. Manche haben auch tatsächlich das mit dem 4K durchgezogen, aber ich erinnere nochmal, wir zeigen nur, wie etwas geht, und dafür reichen eigentlich in der Regel
die Pixelanzahl. Außerdem bei 4K-Monitoren, wenn die Schrift dann teilweise viel zu klein ist, vielleicht für normale HD-Zuschauer, weil wenn er das auf dem Handy anschaut oder auf einem normalen Rechner, die meisten haben halt einfach noch Full HD als Auflösung. Von daher ja, richte ich mich dann nach der Mehrheit, habe selber auch nur Full HD-Monitore und lasse es auch auf 30 FPS. Natürlich kann man das auf 60 FPS hochschrauben, dann haben wir aber nur einen Mauszeiger, der sich vielleicht bewegt. Warum den in 60 Bildern pro Sekunde zeigen, ist unter Umständen die doppelte Videogröße am Ende zu verarbeiten, zu rendern, hochzuladen. Das lohnt sich meiner Ansicht nach nicht. Natürlich kann man es ausprobieren, da mehr zu machen, aber ich würde es nicht machen. Ja. Genau, bei der Vorbereitung, Sicherungspunkte in der virtuellen Maschine erstellen, habe ich ja schon vorhin kurz erwähnt. Wenn man die Aufnahme dann mal irgendwie nicht so richtig macht, beziehungsweise da irgendein Problemchen auftritt, dann kann man da halt im schlimmsten Fall das nochmal zurücksetzen und muss nicht das System nochmal so neu vorbereiten. Das Skript verinnerlichen ist auch sehr, sehr gut, also einfach nochmal kurz vor der Aufnahme das gesamte Skript durchlesen, dass man so ein bisschen im Hinterkopf hat, okay, gut, jetzt kommt dieser Punkt und nicht, dass man mitten in der Aufnahme mal schauen muss, so, oh, jetzt kommt eigentlich dieser Punkt, den habe ich aber schon am Anfang erzählt und eigentlich wollte ich den hier erwähnen, weil und so weiter. Also von daher, wichtig ist, davor einfach mal eine Minute, zwei Minuten nochmal Zeit nehmen, das durchzulesen. Was mache ich jetzt eigentlich? Was nehme ich jetzt eigentlich gleich auf? Außerdem Stimmübungen helfen, ist vielleicht ganz witzig, aber trotzdem hilft es für mich schon sehr, mich da so ein bisschen warm zu machen, stimmtechnisch, dass man da dann ja erstens selber mit seiner Stimme dann eigentlich ganz, ganz okay klarkommt, dass es auf dem Zuschauer dann natürlich rüberkommt, weil beispielsweise, wenn man jetzt ja, den ganzen Tag vielleicht noch nicht so viel geredet hat, weil man alleine wohnt oder morgens direkt nach dem Aufstehen das macht, das mache ich auch häufig, dann ist das halt, ist die Stimme vielleicht noch nicht so ganz auf in der Tagesform. Von daher einfach einen kleinen Text vor sich vorlesen oder mit sich selber reden oder irgendwelche Stimmübungstutorials schauen oder sowas. Ich habe da jetzt nicht unbedingt den Plan. Hauptsache man spricht ein bisschen, wird ein bisschen warm und dann wird der Rest eigentlich auch ganz gut. Ja, dann kommen wir zu ein paar Tipps während der Aufnahme. Natürlich sprechen, wie schon vorhin gesagt. Ich würde es nicht empfehlen, Texte direkt abzulesen, auch wenn ihr einen Blogartikel dazu direkt geschrieben habt. Generell Blogartikel und Video. Wenn ihr genau das Gleiche im Video macht wie im Blogartikel, warum macht ihr das dann? Warum produziert ihr noch zusätzlich ein Video? Beziehungsweise warum schreibt ihr einen Blogartikel? Von daher versucht das so ein bisschen, natürlich, man kann zu einem Video auch einen Blogartikel zu, verfassen, aber versucht vielleicht in einem Video noch eins, zwei Kleinigkeiten nochmal zusätzlich mit reinzubringen. Dann ja, liest sich unter Umständen der Zuschauer den Blogbeitrag komplett durch und schaut sich vielleicht nochmal das Video an, nochmal zur Verinnerlichung und vielleicht nochmal zur Intensivierung. Also von daher, genau. Ganz einfache Stichpunkte machen. Ich finde, das klingt viel, viel natürlicher. Und wichtig ist auch in der Hinsicht, fühlt euch wohl. Ja, ihr müsst nicht aufgesetzt sprechen. Spricht so ungefähr, wie ihr normal sprecht. Nicht unbedingt mit Dialekt, wenn er vielleicht groß Dialekt spricht. Außer ihr habt einen sehr netten Dialekt, ja, den man gerne hört. Ja, also ich komme ja direkt aus Franken, aus Bayern. Ja gut, da habe ich den Dialekt dann doch etwas abgestellt. Ja, außerdem bei Terminalaufnahmen extrem wichtig, wenn ihr irgendwas in der Konsole zeigt, die Schriftgröße vergrößert. Ja, weil wenn ich jetzt hier, ich schaue mal, ob es funktioniert. Ja, funktioniert sogar. Wenn ich jetzt hier einen normalen Terminal habe, der ist ja super klein. Natürlich kann ich hier irgendwas zeigen und ich glaube, in der letzten Reihe wird es wahrscheinlich schon schwierig, das zu lesen. Und von daher Steuerung plus machen, so ein bisschen größer machen, ist vollkommen okay. Und dann kann man hier das lostippen, anfangen und dann sehen die Leute das auch viel, viel besser, auch wenn es natürlich etwas unübersichtlicher wird, aber große Schrift ist teilweise schon wichtig, besonders bei Terminal-Ausgaben. Genau, dann spart ihr euch später dann das Ranzoomen in der Videobearbeitung. Alles das, was ihr in der Aufnahme schon irgendwie größer machen könnt, macht das auf jeden Fall, dann habt ihr weniger Arbeit später in der Videobearbeitung, im Videoschnitt. Genau, außerdem versuchen, Lückenfüller zu vermeiden. Kein So, und was wollte ich jetzt nochmal sagen? Keine Ahnung. So, einfach weglassen. Wenn man nicht weiß, was man sagen soll, einfach kurz still sein und das sich wirklich in Ruhe überlegen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, später in der Videonachbearbeitung so ein Gestoppel zusammenzuschreiben. Jetzt wollte ich irgendwas und dann verspreche ich mich ein bisschen und gehe aber nicht ganz nochmal vom Satzanfang zurück. Das heißt, ich muss dann irgendwie aus den einzelnen Wortfitzeln Frame genau dann irgendein Wort ausschneiden. Das macht absolut keinen Spaß. Von daher versucht, relativ langsam zu sprechen und solche Lückenfüller wie eben zu vermeiden. Genau.
Also, ist absolut kein Problem, wenn man wirklich mal eine halbe Minute still ist. Das mache ich häufiger in der Aufnahme, wenn ich so ein bisschen nochmal Zeit brauche. Okay, was wollte ich jetzt genau sagen? Wie sage ich das am besten? Dann macht ihr euch das Leben so viel einfacher später im Schnitt. Außerdem, wenn jetzt ein Teil nicht so gut klappt, fangt einfach nochmal ab einem gewissen Zwischenpunkt nochmal neu an. Lasst die Aufnahme währenddessen einfach laufen. Ist ja eigentlich auch absolut kein Problem. Und erleichtert das einiges, sage ich mal. Ja. Wichtig ist auch, jetzt kommen wir zum Schnitt, zur Nachbearbeitung, den Schnitt und die Aufnahme nicht zu lange auseinander zu halten. Denn das Problem ist, wenn man jetzt beispielsweise das vor einer Woche aufgenommen hat, das Video, und sagt, okay, Wochenende ist vorbei oder jetzt ist Wochenende, ich kümmere mich da in ein paar Tagen drum, und dann sich das Videoprojekt anschauen oder diesen Rohschnitt anschaut und das dann schneiden möchte, ist es manchmal ein bisschen schwierig, dann genau noch, ich sag mal, sich daran zu erinnern, okay, in welchem Teil bin ich vielleicht? Manchmal weiß ich dann nämlich, okay, gut, diesen Teil, den ich jetzt gerade spreche, den nehme ich später nochmal auf, weil der nämlich schief gehen wird. Ne? Weil nichts ist ärgerlicher, einen Teil zu schneiden und dann zu merken, Mist, jetzt fange ich nochmal von vorne an, von diesem Teil, der ist sowieso viel besser, jetzt kann ich meinen anderen geschnittene Sachen, die kann ich jetzt eigentlich wegwerfen, so in der Hinsicht. Also wichtig ist, zwischen Aufnahme und Schnitt gar nicht so viel Zeit vergehen zu lassen. Am besten direkt danach machen, wenn es irgendwie möglich ist, oder direkt am nächsten Tag, wenn es sich einrichten lässt. Also da spart man sich um einiges an Zeit. Außerdem, was nutze ich dafür? Tadien Live zum Videoschnitt. Audiobearbeitung habe ich früher gemacht mit Audacity. Mittlerweile mache ich gar nichts mehr in Audiobearbeitung. Das Mikrofon ist eigentlich ganz okay, so was es zeigt. Manche tun dann nochmal die Höhen angleichen oder tun den Bass nochmal ein bisschen verstärken. Dann klingt das vielleicht ein bisschen moderatoren-radiomäßiger. Kann man natürlich immer jedes Mal machen, aber wir sind ja wieder im Tutorial. Das interessiert eigentlich kein Schwein. Hauptsache, man versteht den Präsentator oder den Referenten am Ende. Also von daher würde ich da eigentlich gar nichts groß machen. Das ist meiner Ansicht nach nicht unbedingt nötig. Und häufig verschlimmbessert man das auch. Also ich habe früher das natürlich auch mit der Audiobearbeitung gemacht, aber dann verliert man sich vielleicht auch so ein bisschen drin und dann ist es vielleicht auch schwierig. Am Ende für den Zuschauer fragt man sich, ja gut, wie klingt der denn? Klingt der natürlich oder was ist das? Das schaue ich mir vielleicht nicht an. Also von daher, Natürlichkeit ist da tatsächlich in vielen Punkten der ganzen Videoproduktion schon sehr, sehr wichtig. Ja, wie ihr das in Cardian Live genau schneidet, zeige ich euch jetzt nicht direkt. Da gibt es morgen einen tollen Vortrag von Eugen Mohr. Unbedingt reingehen, wenn euch das interessiert. 1-2 Änderungen habe ich gemacht, dass ich einfach schneller und effizienter unterwegs bin. Und zwar 2 Hotkeys gelegt. Einmal für Clip schneiden, D, und ausgewähltes Element S. Na, wenn man auf die Tastatur schaut, die Tasten sind beide nebeneinander. Das heißt, ich kann ganz einfach auf D klicken, mit dem Zeiger rumgehen, auf S klicken und so weiter, anstatt entfernen, und Shift-R ist, glaube ich, die Standardkombination. Das ist auch relativ schnell, wenn man das eingebaut hat, aber nichts ist einfacher, als wenn man einfach nur seine beiden Finger hier direkt einfach liegen hat. Und genau, außerdem regelmäßiges Abspeichern nicht vergessen, auch extrem wichtig. Cardian Live hat früher bei mir sehr, sehr, sehr häufig die Biege gemacht und ist dann nervig, wenn man einen Teil dann nochmal neu schneiden muss. Also was ich eigentlich immer mache, ist, zweimal schneiden mit D, dann einmal S und dann direkt Steuerung S danach, dass das abgespeichert ist. Das ist irgendwie dann so automatisch im Muskelgedächtnis drin. Irgendwann hat man das dann verinnerlicht. Also so diese beiden Hotkeys anzupassen, kann ich schon sehr empfehlen. Das Ganze rauszurendern ist eigentlich auch nicht groß. Ich mache das im MP4-Format in H264 und AAC. Ist eigentlich das Standardding. Kann man gut auf allen Videoplattformen hochladen, auch selber an seinen eigenen Blog oder so. Also beispielsweise auch als einzelnes MP4-Element ist es super. Mit WebM habe ich keine guten Erfahrungen gemacht, jedenfalls nicht unter Cardian Live. Und andere Formate, ja, keine Ahnung. Also ich bin bei MP4 kleben geblieben. Mag vielleicht sein, dass das ein oder andere auch funktioniert. Nehmt da vielleicht, was euch am besten beliebt. Natürlich, zu allen Sachen, die ich jetzt hier erzähle, kann man immer noch tolle Tweaks anwenden und so geht es noch ein bisschen besser und ein bisschen feiner, aber mir ist es eigentlich am Ende egal. Hauptsache, man hat irgendwann so seinen Workflow gefunden und wenn es für einen passt, zeitlich gesehen, beispielsweise wir sind hier im gleichen Encoder-Modus mit H264, wir nehmen damit ja auch auf, dann geht das Rendern auch ein bisschen schneller. Ja, außerdem, manche verlieren sich in Animationen und Einspielern und das möchte ich, das schönste Video auf YouTube machen.
braucht ihr nicht. Ihr wollt eigentlich nur Leuten was zeigen, die irgendwas wissen wollen. Und denen ist das eigentlich das Außenrum egal. Hauptsache, sie wissen ungefähr, was sie machen sollen. Von daher, ich selber habe mittlerweile gar keine Animationen, gar keine Einspieler mehr drinnen. Manchmal habe ich noch so ein paar kleine Bauchbinden dann unten reingeblendet, wie es beispielsweise auch immer mal bei den Keylogs jetzt erscheinen werden. Hat sich für mich nicht so bewährt. Also kann man natürlich machen. Generell habe ich da wenig Resonanz drüber bekommen. Wenn man das am Ende einfach alles nochmal selber erwähnt, was man wirklich sagen möchte, kommt das viel, viel besser an. Und man hat einfach am Ende auch weniger zu tun, sage ich mal. Weil so die Animation und Einspieler, natürlich dauert das vielleicht doch mal nur 10, 15, 20 Minuten extra, wenn man da ganz gut reingearbeitet ist. Aber ja, wozu, wenn man es in einer Minute vielleicht auch nochmal so kurz oder 2 Minuten nochmal am Ende des Videos sagen kann. Also wenn man, ja, ich versuche immer alles nicht mit doppelten Informationen am Bildschirm zu belegen, sondern so einen Fokus beizubehalten im Video, wo der Zuschauer folgen kann und nicht auch mal durch so einen Banner abgelenkt ist. Ne? Das ist ja dann auch häufig der Fall. Und dann von daher, ich finde das eigentlich immer nur störend. In der Unterhaltungsbranche ist es anders, aber bei uns ist es egal. Dann kommen wir zu einem sehr, sehr wichtigen Thema und das ist die Verpackung des Videos. Weil da ist es quasi ja, wie so ein Cover auf der CD, ja, wie viele von uns haben vielleicht mal CDs gekauft, wo eigentlich nur das Cover cool war, beziehungsweise man Aufmerksamkeit auf das Cover bekommen hat. Und genauso ist es mit Videos, mit Blogbeiträgen, mit allem drum und dran, mit Software. Das soll irgendwie schön aussehen, es soll eine schöne Verpackung sein. Ich habe jetzt hier mal so ein bisschen die Evolution meiner Thumbnails dargestellt, das links oben, Linux mit 18 Sara, ist natürlich auch schon ein älteres Linux Mint, ist glaube ich auch schon mittlerweile in Rente. Das Video auch und das Thumbnail dementsprechend auch. Ja, also findet irgendwie euren Stil. Ich habe so gestartet, bin hier so vor 1-2 Jahren liegen geblieben und jetzt die ein bisschen zwei jetzt aus dem jetzigen Jahr. Das ist beispielsweise das Thumbnail nur für diesen Vortrag. Genau, ne? Versucht das relativ plakativ zu machen, versucht in relativ wenige Worte das reinzufassen, was ihr eigentlich in dem Video ausdrücken wollt. Also jetzt kein Roman da reinschreiben. Am besten ist es extrem schwierig, das tatsächlich so auf wenige Wörter runterzubrechen, was man wirklich macht. Genau, also ihr solltet aber auch natürlich jetzt nicht irgendwie die Bild oder andere Klatschmagazine dann irgendwelche Sachen da abbilden oder reinschreiben, die gar nicht im Video vorkommen. Das schadet euch tatsächlich nachhaltig negativ. Und von daher, ja, also versucht in wenigen Worten das zu fassen, wie es geht. Manche machen auch nochmal schönere Thumbnails. Meistens ist es bei mir ein Hintergrund, vielleicht noch 1-2 Logos dazu und ein kleiner Text. Das reicht vollkommen. Der Titel ist genauso wichtig. Versucht den Titel vielleicht auch so ein bisschen abzuändern. Im Thumbnail kann man nur gewisse Sachen lesen und im Titel vielleicht nicht genau das Gleiche, weil dafür muss ich den Titel nicht lesen. Vielleicht nochmal 1-2 zusätzliche Infos oder andere Blickpunkte. Wie könnte der Nutzer darauf zustoßen? Beispielsweise auch suchworttechnisch. Ja? Was gibt mein Zuschauer ein, um dieses Video zu finden? Und dann da dementsprechend natürlich den Titel versuchen anzupassen. Ne? Genau. Ja, genau. Wichtig, genau die Challenge, wirklich, das ist echt nicht leicht. Da kann man mal auch 5 Minuten so ein bisschen rumknobeln und sollte man auch meiner Ansicht nach die Zeit reinvestieren, viel, viel mehr als in die Animationen, weil dadurch kommt ja erstmal euer Zuschauer oder Zuschauerin dann auf das Video und nicht über die Animationen, die ja eigentlich erst im Video dann selber drin sind, die nach der Verpackung kommen. Ja. Und besonders wichtig ist das Erstellen des Thumbnails auch bei der Konkurrenz. Wenn ihr vielleicht jemanden habt, der ungefähr dasselbe macht oder Ähnliches macht oder ein ähnliches Video schon direkt zu eurem Video, existiert, dann ist es auf jeden Fall da besonders hilfreich, auf jeden Fall, ein gutes Thumbnail und einen guten Titel zu erstellen. Ne? Also beispielsweise ein anderer großer deutscher YouTuber ist ja Michel Franken. Ich bin mit dem sehr, sehr gut befreundet. Wir haben uns auch ein paar Mal schon getroffen und so. Aber trotzdem haben wir so manchmal schon sehr ähnliche Themen. Ne? Und dann challengen wir uns schon gegenseitig so ein bisschen so, schon so spaßmäßig. Okay, gut, ja, wer macht jetzt so ein bisschen das bessere Thumbnail? Wer macht den besseren Titel? Und natürlich, es ist am Ende so, man vergleicht dann doch am Ende schon die Aufrufzahlen und sieht so, na gut, okay, das lief jetzt besser für mich oder es lief besser für ihn. Und also sollte natürlich nicht in dem Krieg ausarten. Wir sind eigentlich alle eine große Familie in der Hinsicht und von daher. Aber es ist eigentlich immer ganz, ganz witzig, das doch mal zu betrachten. Ja,
Thema und Inhalt limitieren am Ende aber. Das heißt, wenn ihr das beste Thumbnail habt in eurem Video und den besten Titel, der das Thema perfekt beschreibt, mega, wenn das Thema mal kacke ist, dann hilft es euch gar nichts. Also von daher, das Thema ist in der Sicht immer noch ausschlaggebend. Es ist unglaublich. Hätte ich nie gedacht, selber auch. Also versucht beim Thema und bei der Idee schon relativ viel Energie reinzustecken, vielleicht auch so ein bisschen die meiste Energie, weil das ist eigentlich am Ende das Aussagekräftige. Auch je nachdem, wie ihr das dann produziert, wie ihr das darstellt, wie ihr das verpackt, da kann man einfach so ein bisschen, ja, kriegt man natürlich auch ein bisschen Erfahrung und versucht euch so ein bisschen immer in den Zuschauer reinzuversetzen. Ne? Was für Probleme hat der, wie könnte der vielleicht denken, und das hilft extrem. Weiter geht's mit den Tools. Früher dafür habe ich GIMP genutzt. Ist ein ganz nettes Programm. Beispielsweise mein erfolgreichstes Video ist witzigerweise auch GIMP und gar nicht Linux. Tolles Programm. Nutze ich mittlerweile nicht mehr, weil ich einfach zu viel Zeit da reinstecke, weil ich mit anderen Programmen das Gleiche in besserer Zeit erreiche. Ich nutze jetzt, Schande auf mein Haupt, leider Canva.com, ist proprietär, kostet auch ein bisschen Geld pro Monat, aber in der Hinsicht ist es mir das wert, weil ich extrem viel Grafiken erstelle für verschiedene Sachen. Und klar kann man das alles mit GIMP und Inkscape und so weiter erreichen, aber wenn ich dann halt eine halbe Stunde länger oder 10 Minuten länger brauche, dann ja, lohnt es sich für mich persönlich leider weniger. Und von daher bin ich da leider jetzt vor ein paar Monaten auf Canva.com umgestiegen. Wobei aufwendigere Sachen mache ich immer noch in GIMP. Also ich habe nicht GIMP beerdigt. Canva.com ist da auch nicht so richtig krass. Soll auch keine Werbung sein. Also ich finde das Tool nur mittelmäßig selber, aber trotzdem für die Sachen, für die ich das nutzen möchte, ist es halt dann doch einfach, ja, ein besserer Workflow, wenn man so möchte, wenn ich da dann das nutze anstatt GIMP. Ansonsten, LibreOffice Draw könnte auch noch eine gute Möglichkeit sein. Das darf man nicht unterschätzen, das Programm. Wenn ihr mit GIMP nicht so richtig klarkommt, schaut euch mal LibreOffice Draw an. Da kann man auch relativ einfach gute Grafiken erstellen. Genau. Ja, außerdem, wenn ihr Bilder sucht, pixabay.com stellt Bilder zur freien Verfügung, und da sind eigentlich auch sehr, sehr viele Bilder davon. Ne? Also beispielsweise, dass jede Produktion auf Linux müsste von Pixabay kommen. Gut, das ist hier einfach nur ein Desktop beim Geheimtipp Linux Mint für XFC. Ist einfach nur ein cooler Desktop. Zeigt aber so ein bisschen Moderne vielleicht. Und ja, das ist tatsächlich eines der besten Videos, die am besten angekommen sind. Ja, und da hat die Verpackung natürlich auch sicher geholfen. Und eigentlich plakativ, wenn man so möchte, weil nichts davon ist Linux Mint XFC. Ist nur ein blöder Hintergrund. Aber trotzdem, den Leuten hat es gefallen und es hat irgendwie dazu gepasst. Und da gibt es so ein Video dann nochmal einen ganz, ganz anderen Touch. Ja. Oder Linux-YouTuber reagiert auf Windows 11. Hier ein Hintergrund, ich glaube, das war von dem Windows 11-Trailer, so ein bisschen ausgeblurrt mit Weichzeichner. Wenn da zu viele Details sind im Hintergrund, dann kann man da so ein bisschen den Gauschner Weichzeichner verwenden und das so ein bisschen, ich sag mal, in den Hintergrund rücken. Ne? Vielleicht noch manchmal ein bisschen dunkler machen. Auch hier gerne mit dem Kontrast spielen. Also hier drehe ich auch manchmal den Kontrast ein bisschen mehr auf, dass es einfach, ja, ein bisschen einladender aussieht. Ne? Also man hat ja, wenn man auf YouTube ist oder auf anderen Plattformen, man hat ja teilweise noch viele andere Videos daneben und so weiter. Da muss man versuchen, so ein bisschen rauszustecken und muss das dem Zuschauer so schmackhaft wie möglich machen. Also von daher vom Kontrast auch gerne ein bisschen spielen, mache ich gerne. Ja, oder auch manchmal ein sehr, sehr einfacher Hintergrund. Das ist jetzt, genau, ja, für diesen Vortrag. Ja, eine Videoklappe kommt jetzt leider hier nicht in einem Vortrag vor. Ich habe keine dabei, aber trotzdem, ich denke, ihr wisst alle, worum es geht. Und von daher, ja, ist da so ein bisschen Kreativität gefragt. Auch wenn ihr am Anfang nicht so gut seid, versucht viel da rein zu investieren. Es lohnt sich auf jeden Fall und es zahlt sich auf jeden Fall aus. Und ihr werdet darin auch besser. Also meine Thumbnails am Anfang waren auch nicht so schön. Aber das wird. Also wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt, da könnt ihr euch reinsteigern. Das ist wichtig. Ja, weiter geht's. Genau, auch nochmal ein Beispiel. Ich habe letztens ein Django-Projekt gemacht, wo ich nur programmiert habe. Nur programmiert. Super langweilig. Aber trotzdem habe ich versucht, so aus dem Thumbnail das Beste rauszuholen. Ein schickes Hintergrundbild von pixabay.com. Die Logos draufgepackt und ja, so ein bisschen schön angeordnet, dass es eigentlich jetzt schon wenigstens ein bisschen schöner aussieht, als wenn man da einfach nur einen Screenshot von seinem Visual Studio Codium oder sowas drauf hat. Ja, von daher. Also das lohnt sich auf jeden Fall, da ein bisschen Zeit rein zu investieren. Und ihr werdet da drin auch relativ zügig. Also ich brauche mittlerweile nicht länger als 15 Minuten für ein Thumbnail. Meistens auch nur zwischen 5 und 10 Minuten. Also, ja. Mehr als eine halbe Stunde nicht.
auch am Anfang nicht, hilft nichts. Irgendwann muss das Video mal raus. Von daher nicht länger als eine halbe Stunde. Dann kommen wir zur Veröffentlichung. Wo mache ich das Ganze? Ich mache das auf YouTube. Einmal hauptsächlich tatsächlich. Bin da auch, ja, also bin da drin tatsächlich groß geworden. PeerTube habe ich leider noch nicht gemacht, großflächig. Ich habe das mal auf DTube beispielsweise auch probiert und auf anderen Plattformen. Aber generell ist da die Zuschauerzahl noch sehr, 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 sehr gering. Und von daher lohnt es für sich für mich nicht, die Zeit da rein zu investieren, das nochmal doppelt hochzuladen. Na, jetzt sagt euch, das ist ja vielleicht mit 20 Minuten eine halbe Stunde. Naja, wenn ich das jetzt dann, ich sag mal, in die nächsten 6 Videos mit einberechne, kann ich in der Zeit nochmal ein neues Video produzieren. Und das ist es mir dann tatsächlich nicht wert, wenn ich auf YouTube dann doch noch ein paar mehr Aufrufzahlen bekomme, als vielleicht nur zweistellige. Na, das ist dann so. Ist zwar ganz nett, aber ich habe tatsächlich auch eine, ich sag mal, YouTube-freie Alternative, Odyssey. Das habe ich so eingerichtet, dass sich das Ganze auch direkt automatisch die Videos von meinem YouTube-Kanal holt. Das heißt, ich habe keinen Mehraufwand und es können sich Leute trotzdem werbefrei dann auf Odyssey anschauen. Und für mich macht das keinen Mehraufwand. Die Aufrufzahlen sind tatsächlich auch nicht so richtig, richtig mega, aber trotzdem haben wir mal dreistellige Aufrufzahlen. Also auf PeerTube beispielsweise, Hauke macht ja auch jetzt seit neuestem YouTube-Kanal und macht das auch auf PeerTube. Da hat er nicht mal 10 Aufrufe häufig. Das ist ein bisschen schade. Also von daher, versucht da nicht zu viel Zeit reinzustecken, vielleicht in Sachen, die sowieso nur sehr, sehr wenig Leute erreichen. Na, wenn ihr einen eigenen Blog habt, tut das auf jeden Fall auch mit hochladen. Ich möchte das eigentlich auch auf meiner Seite dann irgendwann integrieren. Möchte ich irgendwie automatisch dann mal machen, dann habe ich da weniger Zeit, die ich dann da verliere. Weil das habe ich auch mal am Anfang gemacht. Das hat mich dann auch so eine gute halbe, dreiviertel Stunde gedauert, nochmal zusätzlich. Und da kam auch ein bisschen Feedback, aber irgendwie ja, hat es sich dann leider etwas verlaufen. Von daher, wenn, versuche ich das so in meinen Workflow dann zu integrieren, dass es mir weiterhin extrem viel Spaß macht und dass ich da mich dann auf das hauptsächlich konzentrieren kann, auf das Videos produzieren, auf das Schneiden, auf ja, den Leuten etwas zu erzählen und nicht mich mit irgendwie Hochladen und so weiter beschäftigen. Ne? Wenn die Leute mich sehen wollen, können sie mich auch über 2 andere Plattformen erreichen. Außerdem zur Veröffentlichung. Wichtig ist, wenn ihr also langfristig das plant, egal ob für ein Softwareprodukt, über euch selber, über irgendetwas, Kontinuität ist extrem wichtig auf allen Plattformen. Ja? Dann kann der Zuschauer sich vielleicht so ein bisschen einstellen und es ist eigentlich immer toll, dann auch am Ende eine Menge an Videos zu haben, wenn irgendjemand irgendwie mal was, ich sag mal, ja, wir ertappen uns ja vielleicht alle so ein bisschen, wir alle schauen ja fast alle Videos. Und ich würde sagen, ja gut, ist ja schön, man auch mal so 2 Stunden dann vielleicht auch mal 1, 2, 3 Videos mehr direkt von der Person zu gucken oder über das Thema zu gucken. Und von daher ist es gar nicht so schlecht, dann eigentlich auch eine große Fülle an Videos zu haben. Man muss ja nicht 3 solche Riesenvideos machen, sondern kann ja auch vielleicht 5 kleine machen. Und dann ist das auch ein bisschen schicker in Häppchen aufgeteilt. Passt auch manchmal ganz gut. Außerdem, ja genau, wichtig ist, bei YouTube gab es früher diese Tags, diese Suchbegriffe, die sind auf YouTube mittlerweile eigentlich nicht mehr existent. Gibt noch ein kleines Feld dafür, wird auch nicht mehr eingeblendet, ich bearbeite die auch gar nicht mehr. Wichtig ist tatsächlich der Titel für die Suche, das muss auch alles richtig geschrieben werden. Ich ertappe mich trotzdem manchmal bei einem Schreibfehler. Und die Videobeschreibung, das ist nämlich das, worüber euch Suchmaschinen am meisten finden. Die muss schon so ein bisschen passen. Schreibt in der Videobeschreibung auch auf jeden Fall 1, 2 kleine Sätze rein, was in dem Video geschehen wird. Vielleicht so euren Opener vielleicht. Ansonsten feste Upload-Zeiten und Upload-Tage, wenn ihr das regelmäßig machen wollt, egal ob ihr ein Softwareprodukt habt oder na, das so ein bisschen wie ich machen wollt, weil dann könnt ihr euch so ein bisschen auch, ja, dann sagt ihr, okay, gut, jetzt ist wieder Freitag, Mist, ich muss ein Video aufnehmen oder juhu, ich kann ein Video aufmachen, je nachdem. Ist extrem wichtig, sich da so eine kleine Struktur dann einzubauen und dann funktioniert das eigentlich auch ganz gut mit der Kontinuität. Und egal, ob es wöchentlich, 2-wöchentlich oder einmal im Monat ist, und dann kommt er auch nicht raus. Denn ja, also wenn ich längere Zeit mal nichts gemacht habe, dann merke ich schon wieder, okay, jetzt muss ich auch erstmal wieder reinkommen, das Ganze. Dann kommen wir zum letzten Punkt, dem User-Feedback. Und wenn man Inhalte im Internet veröffentlicht, egal, sei es im Blog, sei es im Video, 95% der Nutzer, des Nutzerfeedbacks ist positiv. Loben einen, fanden das Video toll oder bieten vielleicht nochmal so, hey, schau mal, kannst du nicht das noch ummachen in deinem nächsten Video und das ist sehr, sehr toll und das motiviert einen extrem.
Aber leider gibt es dann so 5% ungefähr, ne? Vielleicht sind es auch weniger, also es kommt einem natürlich wie viel mehr vor, dann, die dann vielleicht negativ sind. Ne? Manche gehen dann ins Persönliche rein und so weiter. Und ja, da kann man natürlich, wenn man jetzt die Jahre lang das schon gemacht hat, kann man aber schon manchmal so ein Liedchen davon singen. Von daher wichtig ist, sich das nie zu Herzen kommen lassen. Man kann es nie allen recht machen. Also zwar kommen immer welche an, ja, du musst das so und so machen, ich habe das aber so gemacht. Ist egal, ihr habt das so gemacht, so kommt man auch zum Weg. Und wenn er es doch besser meint oder besser wisst, besser weiß, dann soll er es doch selber so machen. Also in der Hinsicht gehe ich auf so ein Feedback gar nicht ein, ist mir zu blöd. Wichtig ist natürlich, wenn er konstruktives Feedback bekommt, klar, natürlich, ne? Das ist super, absolut. Sich auch immer dafür bedanken, mache ich dann auch immer. Aber ja, nie, wenn es ins Persönliche reingeht, wenn das einfach frech ist, weil viele verstecken sich dann hinter ihrem Bildschirm, haben nur so irgend so ein Nickname und sind dann da allein im Kämmerchen und schreiben irgendwas. Und das ja, kommt tatsächlich bei dem Videoersteller gar nicht so gut an und betrifft auch einen immer. Und von daher versucht, euch daraus nichts zu machen. Und wichtig ist auch, niemals mit den Zuschauern zu diskutieren, die dann solche Kommentare schreiben, weil ihr werdet sie nicht durch sachliche Argumente überzeugen können. Das heißt, ihr werdet am Ende immer verlieren. Von daher bleibt stets professionell. Wenn ihr wollt, antwortet, also andersrum. Ich antworte nie auf solche Kommentare, mir ist es viel zu blöd. Wenn es beleidigend wird, wenn es persönlich wird, lösche ich das, weil das hat da nichts zu suchen. Ansonsten, wenn es einfach frech ist und so weiter, dann vielleicht einen kleinen Satz dazu schreiben. Und das war es allerhöchstens, aber nie dann auf diese Diskussion eingehen. Dann bildet sich so ein langer Thread und am Ende bekleckern sich beide nicht mit Ruhm. Ja? Und da muss man schon schauen, wenn man dann doch das ein oder andere Video mehr macht und dann schon vielleicht so ein bisschen auch Vorbildsfunktion hat, ja, versuchen, sich dann nie in irgendwelche schlimmen Sümpfe dann abdriften zu lassen und wirklich immer stets, ich sag mal, professionell tatsächlich so ein bisschen zu bleiben. Also einfach zurückgehalten manchmal. Hilft manchmal sehr, da auch gar nicht so dann reinzukommen. In diesen Strudel dann. Ja, das wäre es gewesen. Hier ist nochmal alles Wichtige auf einen Blick. Wichtig ist das Thema. Es muss sehr wohl überlegt sein. Das ist wirklich eines der Hauptsachen. Die Skript und die Struktur im Video sind absolut essentiell, müsst ihr unbedingt haben. Ganz normal aufnehmen, seid natürlich, fühlt euch wohl dabei. Natürlich am Anfang ist es komisch, in den Mikrofon reinzusprechen, wenn keiner da ist und dann da irgendwie was aufzunehmen und sich dann später selber zu hören. Das ist am Anfang ganz, 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 ganz blöd. Aber ich kann euch sagen, man gewöhnt sich dran. Irgendwann ist man da abgestumpft. Und genau, Verpackung ist ja wichtig vom Video. Versucht das vielleicht, egal für ein Softwareprodukt und so weiter, regelmäßig zu machen. Es zahlt sich auf jeden Fall aus, auch auf verschiedenen Plattformen. Kündigt das vielleicht auch auf anderen Social-Media-Plattformen an. Versucht das miteinander zu connecten. Und dann könnt ihr damit eigentlich auch innerhalb weniger Monaten, wenn er das ganz gut macht und wenn er das wirklich mit, ja, wenn er das wirklich wollt, könnt ihr in wenigen Monaten da eigentlich eine ganz gute Marke aufbauen und euer Produkt, eure Tutorials doch nochmal sehr, sehr weit hochheben. Ja. Genau, das wäre es gewesen. Und wichtig, immer Spaß haben. Das ist der eigentliche Antrieb, nichts anderes. Tatsächlich, dann schafft man das eigentlich auch mit einer relativ langen Lebenszeit dann zu beleben. Ne? Viele haben leider aufgehört mittlerweile, viele kommen und gehen sehen. Aber das Einzige, was mir geblieben ist, ist eigentlich der Spaß daran. Auch immer die Zuschauerkommentare, die dann einen tatsächlich auch immer wieder motivieren, wo man sagt, okay, gut, jetzt mache ich weiter. Und genau, das wäre es gewesen. Wenn es Fragen gibt, ist jetzt die Zeit dafür. Ja, aus dem Twitch gab es mal die Frage, ob du vielleicht Erfahrung hast mit Nicht-Bildschirmaufnahmen, also Hände basteln, löten, whatever. Und falls ja, ob du hier irgendwie Empfehlungen geben kannst für bestimmtes Equipment oder vielleicht auch Don'ts für Equipment. Kauf das ja nicht. Erstmal ja nicht zu teuer. Man kann ja viel zu viel Geld verlieren. Das muss nicht die richtig perfekte High-End-Kamera sein am Anfang. Natürlich, wenn man später damit einfach sich ein bisschen wohlfühlt, dann kann man das schon machen. Aber kauft nicht zu teuer am Anfang ein, ganz wichtig. Selber habe ich damit wenig Erfahrung mit Videos außerhalb von Bildschirmaufnahmen. Was ich aber auch häufig gemacht habe, wenn ich irgendwie so Handys reviewed habe oder so Laptops reviewed, das mache ich auch immer mal wieder, dann ja, baue ich mir so ein kleines Stativ für mein Handy. Das ist dann vielleicht auch nicht so gut. Aber wenn er da so eine, so, ja, also ich würde nicht mehr als 250 Euro oder 400 Euro oder sowas dafür ausgeben, für das Kamera-Equipment selber habe ich da leider keine Empfehlung. Aber ansonsten
die meisten Sachen kann man da eigentlich auch anwenden. Aktuell haben wir keine weiteren Fragen aus den Kanälen. Insofern erstmal vielen Dank für den Vortrag. Und hier geht es dann irgendwie demnächst dann gleich weiter mit Code Review. Wer sucht, der findet. Gibt es hier noch Fragen? Wunderbar. Dann Dankeschön für die Aufmerksamkeit.